Oh shit. So. Und da sind wir wieder. Der Portal ist zerstört. Das Portal kann nicht mehr von hier aus geschlossen werden. Die Höllenenergie entströmt einem Ort in ihrer Welt, den wir den Brunnen nennen. Aber du bist zurück. Der Einzige, der zwischen den Welten wandeln kann. Es gibt also vielleicht einen Weg. Vega versucht, auf Olivias Dateien zuzugreifen. Geh zum nächsten Terminal, dann geben wir dir neue Informationen. Ja, ja. Das ist vorerst alles. Nicht so befehlerisch. Zuerst mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Doom. Ja, ich freue mich richtig. Das Spiel ist zwar extrem brutal, aber es macht richtig viel Laune. So, wie immer, wir halten Ausschau nach Rüstung und möglichst viel Upgrade-Möglichkeiten. So wie, das da hinten, ich mag euch nicht. Weißt du das? Verdammt, die anderen sind weggeflogen. So, also das letzte Mal sind wir sehr erfolgreich aus der Hölle geflohen. Aber jetzt müssen wir... Wir müssen es irgendwie noch schaffen, dass wir die ganzen Dämonen töten, die hier rumkriechen. Und wir müssen das Portal schließen. Es ist immer noch offen. Das ist das, was ich vorhin angeguckt habe, wo Hayden, wie auch immer konkret heißt, gesprochen hat. Kann ich hier nicht auch hoch? Nein. Also, mein Weg führt hier. So. Hier rüber. Immer schön die Äuglein offen halten. Oh, das ist... weit! Ich will schon alles mitnehmen. Dankeschön. Kann ich da nicht rein? Ich will doch nur ins Gebäude rein. Die Abkürzung wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir... springen runter. Das klingt nicht gut. Okay, so. Das brauchst du nicht mehr, Freundchen. Meins. Dankeschön. Also gut. Lass die Spiele beginnen. Was ist das? Oh, Baby. Genau mein Geschmack. Haha. Freshes Teil. Eine Gatling Gun. So, hier wurden wieder Menschen geopfert und was weiß ich alles. Olivia hat ein Artefakt in ihrem Privatlabor, das wir schon seit Jahren untersuchen. Ich glaube, damit findest du die Antworten, die du suchst. Denn es trägt dein Zeichen. Olivias persönliches Labor ist nicht in der Datenbank der Einrichtung registriert. Um es zu finden, ist Freigabestufe Alpha erforderlich. Erteilt. Du kannst die Lazarus-Labore über den nördlichen Teil des Forschungskomplexes erreichen. Es sind etwa 80 Kilometer. Ich aktiviere das Zugsystem. Aber dafür wirst du eine Schlüsselkarte für die USC-Einrichtungen brauchen. In der Nähe ist eine Sicherheitsstation. Alles klar. Alles klar. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich da irgendwie rüber muss. Ist nur noch die Frage, wie komme ich da rüber? Okay, ich kann damit nicht zielen mit der Waffe. Oh yeah! Stirb! Stirbt alle! Oh shit! Meins. Du fette Kugel! Verpiss dich! Hey!
Der Einzige, der dich isst, bin ich. Und niemand isst mich. Kann ich nochmal zurück die Munition holen? Nein, natürlich nicht. Das war ja schon fast klar. Hey! Scheiße! Ich schneide dich in 2 Stücke! Bastard! Komm! Ah, nicht genug Treibstoff für dich? Du bist wohl ein bisschen stärker als die anderen, was? Aber nicht stark genug. Nicht für mich. Wir haben hier Lebenspunkte, da kommen wir nicht weiter. Uff! Maul! So, können wir jetzt wieder zurück? Leider nein. Dann müssen wir halt vorwärts. Haben wir keine Wahl, so wie es aussieht. Aber kann ich hier hinten nicht drüber? Das sah sehr verlockend aus. Komm jetzt. Du kannst dich doch da festhalten. Hopp. Da ist. Vielleicht muss ich irgendwie unten durch. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Zuerst gucken wir uns aber die Verwüstung hier an. Wir müssen runter. Und los. Hallo, Freunde! Ich bin wieder da. Oh. Ich mag dich aber nicht so. Ganz ruhig, ruhig, Großer. Ruhig, ruhig. Und stirb. Was ist das denn? Eine neue Waffe? Wird ja immer spannender hier. Shit. Flieg! In die Unendlichkeit. Ich glaube, das waren alle. Gut, meine Motorsäge ist wieder ready to rumble. Hier kann ich oben drüber springen. Wir laufen mal hier durch. Ach man. Immer das gleiche mit euch. Stirb! Ja, mal Munition für alles, was es gibt. Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. Er wirkt nicht richtig. Na, hier habe ich einfach Rüstung und Lebenspunkte gekriegt, oder was? Nutzlast. Dann bin ich hier doch nicht ganz richtig. Ich muss irgendwie da hoch. Dann können wir... Dann können wir rüber. Ja, genau so. Ganz genau so. Das war knapp. Ich habe den Boost zu früh gegeben. Hey, hier kann ich nicht rein. Das war doch die Stelle. Verdammt nochmal, das war noch die Stelle. Muss ich zuerst etwas anderes machen? Da drüben bin ich doch rumgelatscht. Ist es dann ist es eins höher? Kann es sein, dass es eins höher ist? Da liegt es daran, dass irgendwo noch was rumkriecht. Was ich töten müsste. Das ist sehr, sehr verwirrend. Okay. Das ist es nicht. Das ist es auch nicht. Das Gebiet kommt mir erstaunlich bekannt vor. Wir waren hier nämlich schon...
Hallo. Ein großer. Boah. Okay, das ist uncool. Ich bin nämlich auch nur alleine. Tod der Dämonen. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich hier immer noch falsch bin. Immer noch falsch. Mit da drüben kann ich eine weitere Rune aktivieren. Das heißt, ich müsste hier irgendwie rüber. Und soweit ich weiß, gibt es hier eine Tür. Ja. Und hier irgendwo noch eine Tür. Die allesamt zu sind. Allesamt. Ach du Scheiße. Dann reißen wir die meisten jetzt in Stücke. Komm nur. Ich töte euch. Ich hätte noch warten sollen, bis sie ein bisschen näher sind. Oh yes, dich nehme ich richtig durch. Und dich. Und dich. Und dich. Euch alle. Habe ich für die Gatling Gun wieder Schüsse? Die Chain Gun heißt sie. Die, Bitch. Die. Oh yes. Jetzt heißt's auf Schwabbelballern. Leg dich hin, großer Mann. Okay. Eine weitere schöne Partie gewonnen. Aber wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ja, wir müssen hier hoch wahrscheinlich. Das heißt, wir sollten hier hinten durch. An der Stelle hier. Dazu erstmal die Rune aktivieren. Und hopp. Zeig, was du kannst. Okay. Sammle alle 50 Höllenrelikte und erreiche das Ziel, bevor die Zeit abgelaufen ist. Also es ist ein Rennen- und Springenspiel dieses Mal. Bewegung im Flug. Wir werden gleich gucken, wie wir das hinkriegen. Ach so. Tja, das ist easy. Das ist easy. Ganz locker bleiben. Ja. Ich bin ja gleich dran. Meins. So einfach war es noch nie. Bewegungstechnisch, ich glaube, das ist noch nie ein Problem gewesen. Aber so zielen und ballern, das eher schon. Gut, mal gucken, was die Rune uns gibt. Mehr Munition wäre vielleicht nicht übel. Mehr Schaden, das wäre auch nicht übel. Vor allem mit der Schrotflinte ein bisschen mehr Schaden. Das wäre gut. Da fällt mir ein, ich habe hier noch Punkte gekriegt für die einzelnen Waffen. Den Raketenwerfer brauche ich eigentlich öfters, ne? Den bräuchte ich eigentlich auch ziemlich viel.
Wir aktivieren mal abgefeuerte Kugel durchdringen. Das können wir nicht. Den brauche ich so gut wie nie. Explosivgeschosse sind das. Ach, ich wollte eigentlich die Rune nachgucken. Wir können eine weitere freischalten. Bietet eine deutlich gesteigerte Bewegungskontrolle im Flug nach einem Doppelsprung. Das ist nicht so wichtig. Du führst Glory Kills schneller durch. Ziel aus weiter Entfernung. Mehr Munition. Wir machen mal das mit der Munition. Dann haben wir dieses Problem aus der Welt geschafft. Hoffen wir es. Gut. Okay. Und da unten könnten wir dann auch hochkraxeln. Jene, die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste Existenzebene bringen. Ich erschieß dich demnächst, ganz ehrlich. Warum habe ich keine Waffe ausgerüstet? Irgendwie habe ich keine Waffe ausgerüstet. Ach, wenn wir schon dabei sind. Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken... Nein, das ist nicht so wichtig. Senkt den Schaden durch explosive Fässer. Durch eigene Waffen weniger Schaden. Geschicklichkeit. Ich wechsle schneller die Waffe, ja, warum nicht? Da bräuchte ich noch ein bisschen mehr. Naja, ich kann gerade nichts machen, weil ich meine Waffe nicht einsetzen kann. Warum auch immer. Ah, wir starten ganz neu. Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, letzter Speicherpunkt und so. Na, geht doch. Viel besser. So, also. Die Rune haben wir gemacht. Perfekt. Dann schnappen wir uns da noch ganz kurz den Scheiß jene, hier. Die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Interessiert mich nicht. Wir tun aber zuerst noch den Abschaum, der hier auftaucht. Hallo. So, viel besser. Hey. Das mag ich nicht. Ich nehme dein Auge. Dann bist du hilflos. Fast tot. Ganz böse, ganz böse. Wir könnten da rüberspringen. Da muss ich nicht rüber. Ich wollte nur ganz kurz hier runter und all die Arschlöcher töten, die hier noch rumschwirren. Ich glaube, das habe ich erfolgreich getan. Sieht gut aus. Und weiter jene, geht's. Die vor ihnen kamen und jene, die mit ihnen arbeiten, haben alle dasselbe Ziel. Ein neues Zeitalter für die Menschheit einzuläuten. Ja, das Leitprinzip, als Team zusammenzuarbeiten, wird uns auf die nächste... Sehr gut funktioniert hier, zusammenzuarbeiten. Oh Gott, dieser Gesichtsausdruck. Boah, ich will mir nicht vorstellen, was der gesehen hat, bevor er gestorben ist. Es geht ja gar nicht. Mann, Mann, Mann. Du bist anders als die anderen. Warum? Warum seid ihr anders als die anderen? Eigenen Stoßzähnen. Ich reiß dir den Schwanz ab und prügel dich tot damit! Ach du heiliges Kanaluni. Du wirst sterben, so wie alle vor und nach dir. Jedoch.
So, was ist das jetzt? Ich habe ein bisschen wenig Lebenspunkte und Schilder wären auch nicht verkehrt. Danke, schön. Mal Karte aktualisieren hier. Was ist das? Okay. Dieser Dämon hat wohl ihre Schlüsselkarte. Sie müssen sie wiederholen. Ohne Zugangsberechtigung kommen sie nicht in die Bahnstation. Da wäre ich jetzt von alleine nicht draufgekommen. Aber gut. Los geht's. Ja, trau dich nur, komm näher. Komm hier rein. Scheiße, hältst du viel aus. Na, ohne Kopf lebt sich's einfach. Wo ist der Rest? War das der Rest? Komm, ist jetzt sicher hier noch ein paar. Es können doch nicht alle gewesen sein. Da drüben haben wir einen. Komm, ich will euch töten. Okay, die Action. Gib her. Oh, hinter mir ist was. Okay, einen Moment. Das muss ich nämlich noch erfüllen. Und das habe ich verdammt nochmal vor, auszukosten. Warte mal, ich kann auch hier runter. Ich will alles. Alles, was hier liegt und was lebt. Was hier existiert und was es gibt. Tod den Dämonen. Allen. Oh, was haben wir da vorne? Das gucken wir uns gleich an. Bevor wir runterspringen. Herausforderung beendet. Hey, es reicht langsam, Jungs. Ich hab's verstanden. Ihr seid alle böse. So. Was ist hier hinten? Wahrscheinlich der Weg weiter. Oh. Du weißt es noch nicht, aber du stirbst. Okay. Wo? Ah. Naja, ich töte euch einfach alle. Gar kein Problem. Du bist ein zähes Biest. Aber auch die sterben eines Tages. Komm. Und jetzt ist Ende Gelände. Puh. So, oh, da geht's schon weiter. Ich muss also einfach alle töten. So ist das. So ist das. Okay, ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause, denn ich sehe an der Zeit, wir müssen ein kleines Päuschen machen. In der nächsten Folge von Doom geht es weiter. Und dann laufen wir da vorne in unser Verderben. Ich freue mich drauf. Bis dann.